Wer hat sie in der Zeitung nicht schon gelesen? Merkwürdige Viehflieger-Tipps. Mir ist aus Österreich ein Link zugespielt worden, wo ich einfach nur dachte, oh mein Gott. Das nächste Thema, IRG verlängert den Status wieder einmal. Und das dritte Thema, bei welchen Fluggesellschaften gibt es keine Maskenpflicht, da das ja alles anscheinend im Moment irgendwie sehr stark im Fluss ist. Wie immer auf der linken Seite der Herr Hoffmeister. Und auf der rechten der Herr Korsten. Ganz genau. Und heute sind wir hier, um euch wieder mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Beide erfolgreich aus den USA gelandet, beide wieder im heimischen Gewölbe angekommen. Ich weiß gar nicht, wie ich auf Gewölbe komme. Auf jeden Fall. Nicht mehr im Keller. Naja, nun gut. Wir haben auch Themen heute, die ganz, ganz wichtig sind. Und zwar das erste Thema, was ich euch anbringen möchte, nachdem ihr natürlich abonniert habt, Glocke angemacht habt, geliked habt und unten kommentiert habt. Ganz, ganz wichtig. Wir haben den Stammtisch. 28. April in Berlin, in Berlin, in Berlin, in Berlin. Aus organisatorischen Gründen ausfallen. I'm sorry for that. Des Weiteren haben wir Folgendes, und zwar, wir haben eine neue Location, die liegt, und ich weiß, dass ich da einigen auf den Schlips trete, im Osten von Berlin, alte Schönhauser Straße, glaube ich, 7 bei Jabbe. Das ist ein japanisches Restaurant, das ist ein Vorschlag von einem unserer Zuseher gewesen, der gesagt hat, hey, ist das nicht cool, willst du das nicht machen? Habe ich gesagt, ja, warum nicht? Asiatisch geht immer, und also insofern Attacke dafür, Gyoza, Lars mag sowas. Also Dumplings, oder wie heißt das auf Deutsch? Wie heißt das Dumpling auf Deutsch? Dumpling. Dumpling? Dumpling ist Dumpling? Dumpling. Ja, okay. Also auch hier wieder unten kommentieren. It's Dumpling. It's Dumpling. Dann als nächstes Thema, wir haben eine Einladung von Air Baltic bekommen, die wir an euch erweitern können. Und zwar hat Air Baltic am 2., und das muss ich ablesen, am 2. Mai den Erstflug vom Tampere, der neuen Basis in Finnland. Das war ja so ein bisschen hin und her, das hat sich ja ein bisschen verschoben, um Monat und so weiter. Der Erstflug ist jetzt ganz sicher, das ist Tampere-Oslo. Wenn wir wollen, können wir daran teilnehmen. Das geht erst los, 11.45 Uhr am Flughafen in Tampere, dann um 12 Uhr startet das Event, dann gibt es Reden von Stakeholdern, wie das so schön heißt, das heißt also der Senior Vice President Network Management, Wolfgang Reuss, der Name ist deutsch, also insofern wisst ihr, dass es da auch deutsch gesprochen werden kann, er spricht natürlich da Englisch. Geil finde ich auch, dass da die Minutenangaben hinter sind, also 3 bis 5 Minuten. Ja. Dann Timo Antikainen, Director of City of Tampere, 3 bis 5. Ich glaube, das ist ein anderes Wort für Bürgermeister, ne? Director of City. Also ja. Finde ich cool, das ist wie eine Firma dann aufgebaut. Ja, Director of City, ja. Dann Mari Nurminen, Vice President Central and Eastern Finland Airports and Tampere Airport Manager, Finavia, auch nur 3 bis 5 Minuten. Also das heißt, das ganze Thema ist in maximal 15 Minuten abgehandelt. Dann gibt es noch ein Networking, ein offizielles Foto mit Ribbon Cutting. Also wenn ihr dabei sein wollt, das ganze Programm kann ich euch dann schicken. Limitiert, first come, first serve. Ich selber werde vor Ort sein. Ich werde schon einen Tag vorher anreisen. Ist ein Sonntag, wo ich anreise. Montag ist das Event. Ist am Montag, ne? 2. Mai. Und 2. Mai, ja. Ist Montag. Schau nochmal. Ja, ist Montag. Ist Montag. Also insofern, wer mitmachen will, herzlich eingeladen. Kosten sind halt für die Flüge. Man kann sogar mit Air Baltic sprechen. Ich muss mal gucken, ob wir da bei den Tickets nochmal einen Preis bekommen. Aber meldet euch bei mir. First come, first serve. Das erste Thema, was wir heute abarbeiten wollen, ist von Eurocontrol. Gibt es eine Warnung, dass Flüge in den Tausenden Bereich täglich ausfallen sollen. Warum? Weil in Polen die Fluglotsen und Lotsinnen ja streiken wollen, beziehungsweise auch einfach verdampfen. Ja. Also das ist ein Thema, was wir ja schon hatten. Das hatten wir ja besprochen, auch schon in Brüssel, glaube ich. Wir hatten das ja auch schon mal, ne Mario? Ja. Und in Bezug auf die Streiks des Sicherheitspersonals, das dann die Piloten und eventuell die Kabinenbesatzung und natürlich auch die Kollegen aus den Flugkontrollen streiken können und dass wir da irgendwie ganz viel Streikpotenzial haben.
Ja, also 170 Fluglotsen befinden sich in der Kündigungsfrist. Ja. Jetzt sagt man natürlich, hey, was ist bei denen los? Sind die nicht ganz dicht? Nein, das Problem ist bei denen nicht ein Euro wie bei den Sicherheitsjungs in, und Mädels in, ja. Ich weiß nicht, darf ich das sagen, aber der Kanzler sagt ja auch Jungs und Mädels zu seinen Jungen. Kolleginnen und Kollegen. Also auf jeden Fall, da geht es nicht um einen Euro, sondern denen sollen 70%, bis zu 70% der Bezüge gestrichen werden. Das ist etwas, was ich persönlich auch nicht hinnehmen würde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Fluglotsenjob ist ein Job, der anspruchsvoll ist. Also das ist jetzt nichts, was du mal so eben links aus dem Ärmel rausziehst. Selber, als ich dich fliege mit Flugfunk und so weiter, das ist ein riesiges Business-Geschäft, wo du halt wirklich hellwach sein musst. Und das geht nicht, also 70%, also ich meine, hallo, Freunde der gepflegten Gastlichkeit, das geht nicht. Und auch, dass dann die Regelungen, die ab 1. Mai in Kraft treten, natürlich da im Fokus hat, 24 Punkte, die darunter Arbeitsvorschriften und transparente, objektive und der Verantwortung angemessene Vergütungstabelle natürlich beinhalten, also das ist doch ganz klar. Also da gibt es ja nichts und ihr seht, dass 170 Leute den Flugverkehr zum Erliegen bringen können. Wir haben so ein bisschen Glück natürlich, dass zwischen Russland da nichts passiert, aber viele Flüge, die aus dem Norden nach Süden gehen und dann an Polen halt vorbei, die müssen noch einen weiteren Bogen fliegen. Uns verstopft, die Franzosen haben eh Probleme, weil sie da irgendwie ein Software-Update gefahren haben. Ich weiß gar nicht, wie weit das mittlerweile wieder auf Norm ist. Also insofern, da ist mit zu rechnen. Mario, was sollen wir denn machen? Tja, schwierig. Also, wenn du dann aus den skandinavischen Ländern kommst, musst du immer den Umweg über Deutschland fliegen, wie du schon gesagt hast. Und gerade jetzt im Sommer wird es dann mal richtig voll hier über unseren Wolken. Ja, also das ist dann unschön. Du kannst auch nicht nach Osten ausweichen, weil da darfst du ja wiederum nicht. Schwierig. Will man ja auch nicht wirklich, weil in Belarus kann es ja mal passieren, je nachdem, wen man als Oppositionellen an Bord hat, dass man mal eine Zwischenlandung aus Sicherheitsgründen machen muss, um jemanden rauszuholen. Also, ja, also wie gesagt, ich bin kein Freund von Streiks, aber wer 70% Gehalt einbüßen muss, das geht nicht. Also da sagt man, das geht nicht. Nee. Aber wir haben jetzt wieder ein schönes Thema. Ein schönes Thema ist die Condor. Die Condor mit ihrem Ringelpulli, so war es. Ich wusste doch, dass das ein Ringel war. Ich wusste, dass das ein Ringel war. Besser als ein Ringelschwein. Also auf jeden Fall, das ist auch eine Möglichkeit. Condor, das ist ein Ringelschwein, ne? Ja, so wie die Flieger aussehen in jedem Falle. Ja. Also. Möchtest du uns die neuen Amenity-Kits ein bisschen näher bringen? Ich mache dich dafür auch auf Vollbild. Ja. Das ist ja so großzügig von dir. Ja, also die haben, ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, was das soll. Da geht es auch wieder um Nachhaltigkeit. Es werden jetzt zwei verschiedene Amenity-Kits angeboten. Eines sozusagen zum Schlafen. Und eines sozusagen, wenn man nach dem Schlaf wieder erwacht ist und sich frisch machen möchte. Und man möchte halt sparen, man möchte nicht mehr so viel Material verschwenden. Und in dem Schlaf-Amenity-Kit sind dann die Socken drin und die sind auch recycelt aus 100% aus PET. Da sind Ohrstöpsel drin, die sind auch in einer nachhaltigen Papierpackung und eine Schlafmaske aus Viskose. Finde ich ganz wunderbar. Aber wenn man das alles nicht braucht und sagt, nee, ich brauche eigentlich nur was, wenn ich tatsächlich schon geschlafen habe, ich kann auch ohne Maske und Ohrstöpsel und Socken schlafen, dann kann man ein Refresh-Kit bekommen. Da ist dann natürlich Zahncreme drin, eine Zahnbürste aus Bambus, haben wir auch schon mal gehabt. Bambus ist ein Gras, wächst sehr schnell nach. Lippenbalsam und ein Hygienetuch. Und wenn man will, kann man auch beides bekommen, was die ganze Sache dann wieder ad absurdum führt, meines Erachtens. Aber gut, man will damit sparen, man will, bei Lufthansa würde es wahrscheinlich heißen, auf vielfachen Kundenwunsch. Hier heißt es eine bedarfsgerechte Auswahl. Im Prinzip ist es ja nicht schlecht. Vieles wandert ja in den Mülleimer sicherlich, wenn man sowas bekommt. Aber ich weiß nicht, was hältst du davon? Würdest du eins von beiden nehmen? Würdest du beides nehmen? Würdest du sagen, komm, behalt den Mist? Ich weiß es nicht. Also die ehrliche Gedanke ist nicht schlecht, aber...
Ja, also wo du da jetzt mit deinem JetBlue-Shirt sitzt, muss man der Ehrlichkeit halber sagen, dass die Freunde der gepflegten Gastlichkeit bei Condor einen Wesenszug der Passagiere vergessen haben. Man nimmt alles, was man kriegen kann. Du weißt ja selber, wenn es beim Flug ist, dass man die Decke lieber mehrfach haben möchte, Kopfkissen mehrfach haben möchte. Also das führt ja auch immer wieder zu irgendwelchen kuriosen Geschichten, wenn man zum Beispiel schaut bei Flügen nach Athen, nach Tel Aviv und so weiter mit den Narrowbodies, da gibt es nicht genug Decken. Also das ist doch alles Quatsch. Und wenn man sich mal anguckt, was da drin ist. Ich meine, gut, die Zahncreme, Zahnbürste aus Bambus, ja, ganz toll, benutze ich im Flugzeug nicht, weil ich das ekelhaft finde. Aber Lippenbalsam und Hygienetuch würde ich wieder benutzen. Das wäre in dem anderen nicht drin. Ja. Also insofern, du nimmst halt schon beide. Also schreibt einfach in der Kommentarspalte, was eure Meinung dazu ist. Inwieweit ihr sagt, hey, da muss man vielleicht dann wieder sagen, packt es zusammen und gibt weg, weil ist zwar öko, aber ja, ich weiß es nicht. Ja, vor allen Dingen, wenn man zwei Packungen nimmt, hat man jetzt schon mal zwei Umverpackungen. Also wenn du alles in eine Umverpackung reinsteckst, dann ist das ja eigentlich nachhaltiger. Aber gut. Das ist richtig, aber ich schaue gerade irritiert und laufe aus dem Bild. Ich weiß gar nicht, wo ich das habe. Ich benutze diese Etuis immer. Ich habe zum Beispiel ein Etui, da will ich auch noch ein Unboxing für machen, von Finnair. Jetzt komm, mach scharf, Baby, hier. Oh, sieht schick aus. Ja, schick aus. Ich finde das auch schick mit Marimekko und so weiter, wie ja. Das ist. Von Maya Isola gesenkt. Also insofern, die benutze ich halt weiter. Ich habe da meine Kabel drin. Emirates hat in den First Class super Dinge gehabt, wo ich meine Kabel drin habe. Habe ich nicht auch mal eins mitgebracht? Ja, genau. Ja, hier, ja. Kabel. Ja. Auch bei mir. So. Das Gute von der Swiss. Von der Swiss, genau. Aber hatte ich nicht mal von Emirates auch eins mitgebracht? Ja. Ja, genau. Also gezeigt. Gezeigt, genau. Aber du hast jetzt auch wieder ein Renova-Köfferchen bekommen. Kleiner Insider-Tipp. Wer jetzt aus Florida, aus Tampa oder wo hast du geflogen? Nee, das war von Newark nach Frankfurt. Okay, also von da dann geflogen, da gab es dann den lustigen Remover-Koffer. Schreibt unten jetzt endlich rein, was ihr dazu haltet. Wir machen das nächste Thema und zwar einmal Singapur. VTL ist tot. Das ist einfach so, dass man jetzt aber auch ohne den Schnelltest vor Abflug nach Singapur reisen darf, wenn man geimpft ist. Hongkong sagt auch, dass wenn man nicht Residence ist, ab 1. Mai wieder einreisen darf. Man muss aber doch einen RAT und einen PCR-RT-Test am Flughafen machen. Also man muss beide Tests machen, ist immer noch ein bisschen Banane, aber man kommt zumindest rein. Und dann die Freunde von Bangkok, Test and Go, auch tot, funktioniert auch nicht mehr. Also nach Bangkok kann man auch, also Thailand kann man auch fliegen. Daran sieht man, dass die Welt sich wieder öffnet, weil man gemerkt hat, es ist, wie es ist, ne? Oder wie soll man es sagen? Ja, es normalisiert sich alles. Du hast es ja auch schon in der letzten Woche verkündet. In den USA ist die Maskenpflicht gefallen. Auch im Flieger war etwas ungewohnt. Du bist ja auch noch, also ich bin ja auch innerhalb der USA geflogen und auf dem Flughafen, auf dem Hinflug noch alles mit Maske und auf dem Rückflug die große Maskenbefreiung, auf den Flughäfen nur noch sehr vereinzelt Masken gesehen und auch im Flieger keine Maske mehr. Bei der Lufthansa musste man dann wieder eine Maske tragen. Das ist alles ziemlich absurd. Dann kommt man in Frankfurt an, am Frankfurter Flughafen kannst du dann wieder abnehmen. Es ist alles schwierig, aber es wird alles überall halt einfacher und insofern auch die Einreisebedingungen. Ich bin gespannt, wann die Amerikaner die Einreisebedingungen wieder etwas lockern. Ob man dann noch einen Test braucht oder ob dann nur der Impfnachweis reicht. Man muss es abwarten. Dann lass uns das Thema einmal vorziehen, weil du es ja eh schon gesagt hast. Also bei welchen Fluggesellschaften gibt es überhaupt noch eine Maskenpflicht? Und Mario hat das ja aus eigener Erfahrung jetzt gesagt, dass es bei amerikanischen Fluggesellschaften quasi nicht ist. Es geistert ja auch ein Pickbild rum von ACAS. Das ist ja dieses System, wo in der Luftfahrt Messages oder Nachrichten geschrieben werden. Im Prinzip so Textnachrichten, rudimentärer Style. Das sind auch die Zettel, die langen, wo die Cabin Crews mit rauskommen. Und da hat die South
West, glaube ich, gewesen, so sinngemäß geschrieben, you want to be the hero captain, you can announce now that we have no masks necessary anymore during the flight. Also fand ich auch sehr, sehr drollig, dass sie das geschrieben haben. Dann gab es die Lustigkeit, LA County hat jetzt wieder gesagt, nachdem er eine Woche maskenfrei war am Flughafen, nee, am Flughafen müsst ihr Maske tragen. Das heißt also, das Paradoxon ist, du kommst zum Flughafen, brauchst keine tragen, am Flughafen musst du eine tragen. Die TSA kontrolliert das anscheinend dann wieder und wenn du im Flieger bist, brauchst du keine tragen. Wenn du zu einer der Fluggesellschaften gehörst, wie der Swiss, die nach Amerika jetzt einstellen wird, dann haben eigentlich alle amerikanischen Fluggesellschaften die Maskenpflicht eingestellt, es sei denn, es ist vom Gesetzgeber so verpflichtend. Und das gibt da auch nicht mehr wirklich viele Länder, die das verpflichtend haben. Finnair gibt das ab Montag auf. Lustigerweise war das so, als ich geboardet bin auf dem Flug von Los Angeles nach Stockholm, um weiter nach Helsinki zu fliegen, wurde knallhart kontrolliert. Während des Fluges habe ich die offizielle Pressemitteilung vom Vorstand bekommen, von der Finnair, und habe das dann der Purserin gezeigt und sie so, ist ja lustig, da haben die im Cockpit wussten das noch nicht, hat mein iPad mitgenommen, ist dann ins Cockpit gerannt und hat denen die Nachricht gezeigt. Und ab da wurde die Maske auch irgendwie nicht mehr so kontrolliert, obwohl das ja erst ab Montag beginnt, also quasi ab übermorgen. Also alles sehr, sehr merkwürdig. Dann in England gibt es natürlich bei British Airways, TUI, bei JetBlue keine. Dann Virgin Atlantic macht keine. EasyJet hat das dann auch angefangen am 22. März umzusetzen, was ja auch war. Dann die Niederländer, ist auch eine lustige Geschichte. Die KLM ist eigentlich verpflichtet, das zu kontrollieren und zu tun. Also laut Niederlande, aber die sind da irgendwie so wie Obelix und leisten Widerstand, ne? Ja, also das ist alles nicht mehr so ganz nachvollziehbar, auf welchen Strecken und welchen In- und Ausflügen Masken getragen werden müssen. Alles sehr merkwürdig, alles sehr merkwürdig. Also ich lese noch mal kurz davor, was die KLM da geschrieben hat. Und zwar ist das dann... steht leider nicht dabei, wer es von der KLM gesagt hat, entweder der Pressesprecher oder der CEO. We find it disappointing that the use of face masks during boarding during the entire flight is still being considered by the Dutch government, while this has been abandoned everywhere in the Netherlands. Also im Prinzip kannst du einkaufen gehen ohne Maske und dann Thema durch. Norwegian, Iceland Air, Finnair hatte ich genannt. Ja, macht keinen Sinn. Ist ja in Deutschland dasselbe, ne? Ja, es ist. Du kannst überall einkaufen ohne Maske, nur im Flieger brauchst du ja wieder eine. Ja, Scandinavian Airlines auch. Also, die haben das, wenn du innerhalb von Dänemark, Norwegen oder Schweden reist, dann ist das Ding auch weg. Die Amerikaner habe ich auch genannt. Also, es wird immer bekloppter, auch hier. Ich muss kurz einen Schluck nehmen, erzähl du mal, wie du es findest. Ja, ich finde es mittlerweile kaum mehr nachvollziehbar. Also, wir sind uns ja einig, dass wir diesen Virus durchaus ernst nehmen wollen. Aber beim Umsteigen kommst du irgendwo mit Maske an, dann kannst du die Maske wieder abnehmen. Du kannst sie natürlich auch immer, wenn du willst, aufbehalten, ohne Frage. Aber wenn dann alle ohne Maske rumrennen, ist ja das Infektionsrisiko wesentlich höher. Es macht keinen Sinn mehr. Also es macht meines Erachtens keinen Sinn mehr. Maske auf, Maske ab, Maske auf, Maske ab. Einigt euch, entweder alle ohne Maske, wer freiwillig eine tragen will, darf das natürlich, oder halt alle mit Maske, das ist doch alles. Also ich muss sagen, das wird langsam grotesk und peinlich und überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Und ja, ich weiß nicht, es war es auf die Mühlen der ganzen Querdenker. Ne? Ja, also insofern weg mit der Maskenpflicht. Und das nächste Thema ist auch ein Thema, was weg sollte, und zwar dieser Quatsch, und das kommt jetzt aus dem Österreich, der Standard. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, weil ich in der österreichischen Medienlandschaft nicht ganz so firm bin. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwo so die Qualität der Bild-Zeitung hat und hier unser Frank Ochse oder wie der heißt. Heißt er eigentlich? Nein, der ist schon etwas besser, der Standard. Ah, okay. Mario ist da voll im Bild. Die schreiben wieder kostenlose Drinks und die besten Zeiten zu buchen. Float-Begleiterinnen geben Tipps. Und da geht man halt auf die Social-Media-Kanäle ein und einer der Ratschläge, die dort gegeben hat, ist,
Das ist natürlich auch alles sehr witzig. Also. Ja, Zitat von Wong Xia Qian, also ist keine Flugbegleiterin der Austrian, wenn man das jetzt so nehmen kann. Die ist nämlich auf See, nicht. War früher bei Singapore Airlines und hat einen TikTok-Kanal, der nennt sich Gewo Sushi. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt weiß, dass das auf europäisch, auf Deutsch Gewo Sushi, Restaurant zu gehen. Oder? Gewo Sushi. Auf jeden Fall, sie schreibt. Geht zum Sushi. Sie sagt, es gibt Brandy, Bourbon, Whisky, Wodka, Gin, Rum und Bier, die auch in der Economy-Klasse verfügbar haben, alkoholischen Tränke ihres ehemaligen Arbeitgebers Singapore Airlines. Auf ihrem TikTok-Kanal verrät sie auch, dass man sich sogar Cocktails, etwa eine Bloody Mary oder einen Screwdriver bestellen kann, kostenlos. Kostenlos. Also jetzt mal unter uns Hausfrauen. Das ist doch Boulevard at its best. Oder das zweite Essen finde ich auch geil. Ja. Wer als erster essen möchte, sollte sich ein Spezialmenü bestellen. Ich habe bei Finnair übrigens gesehen, auf dem Flug von Stockholm nach Helsinki, wo sich jemand ein Spezialmenü bestellt hat, dass er es als letzter bekommen hat. Übrigens sie, das war eine Frau. Was war das andere? Zweite Essensbestellung, dass wenn alle Essen ausgeliefert sind, dass man sich dann Essen krallen kann, nochmal fragt, du, ich hab hungrig. Also, wer kommt denn auf so einen Quatsch? Also, was sind das bitte für Tipps, ja? So. Dass es Ohrenstöpsel umsonst gibt und Augenmasken und Zahnpflegesets, also quasi auch in der Economy, wenn man nachfragt. Ja, Damenbinden, Socken, Spielkarten, Schreibblöcke, Stifte, Kinderartikel, Kinderheadsets. Ich meine, Freunde, diese Karten sind bei Emirates schon lange weg, bei Singapore Airlines auch, das ist alles wegrationalisiert. Die Lufthansa gibt sie schon lange nicht mehr, diese Karten. Ich weiß noch, dass ich mit Lufthansa nach Hongkong geflogen bin, wir haben Karten gedroschen und wir haben die Karten genommen, die gecatert waren. Aber gibt es einfach Kopfhörer? Ja, das sind Ersatzkopfhörer. Ja, toll, aber die kannst du ja auch nicht mitnehmen. Was ist denn das für ein Quatsch? Oder hier, das weitere Geheimnis, weil du aus New York geflogen bist, sollst du das vielleicht sagen, Airline Secrets, wo eine Flugleiterin über die Hygiene im Flugzeug spricht. Das ist geil. Man sollte keine Kissen nehmen und keine Decken, weil die werden nicht so gereinigt nach gewissen Standards. Junge, also da wird jetzt eine Panik verbreitet, ja. Also ich finde es einfach nur lustig und der geilste Tipp ist schlechthin, bucht einen Flug am Dienstag, da ist es am billigsten. Ich habe auch viele Beispiele gesehen, wo es nicht halt ist. Und wenn man halt bei der Austrian Airlines guckt, werden aktuell tätige oder ehemalige Flugbegleiterin Ratschläge zum Verhalten an Bord oder sogar Reisetipps geben, gibt man sich auf den offiziellen Kanälen der AUA natürlich etwas zurückhaltend. Da wird halt einfach nur Werbung gemacht für die Reisedestination, wo man sagt, in Marrakesch ist das der Punkt. Ich meine, Freunde, ich finde das lustig. Und dann darunter wird dann noch um Geld gebettelt für den Standard, damit Qualitätsjournalismus bleibt. Also das ist der letzte Quatsch. Also da vergesst das. Auch ja. Der Tipp. Mein Highlight ist, du gehst im Anzug und Schlips zum Check und sagst, du, ich fühle mich heute so Business Class und du kriegst schwuppsdiwupps ein Upgrade. Was ein Quatsch. Was ein Quatsch. Nee, also wer günstige Flugpreise, wer günstige Business Class Flüge haben möchte, der wendet sich doch einfach ganz vertrauensvoll an den Lars und der kann da sicherlich immer helfen und das für einen schmalen Pfennig. Marc. Natürlich, Concierge-Mitgliedschaft, da machen wir das 24 Stunden, 365 Tage die Woche, hätte ich fast schon gesagt, im Jahr. Bei mir hat eine Woche nur 365 Tage. Achso, na dann. Ja, du siehst, wie lange wir arbeiten. Wir arbeiten durch. Ja. Und gängig. Also auf jeden Fall den Quatsch einfach mal beenden. Was kein Quatsch ist, ist anscheinend sind die Umsatzzahlen bei British Airways oder die Prognosen, dass die Statusanhänger Gold, Silber und so weiter ein Problem bereiten, so weit durchgedrungen, dass man bei IHG, auch bei Iberia Plus, den Status verlängert. Ja, ganz genau, man hat das gehört. Also man wird es jetzt vielleicht ein letztes Mal machen, ich weiß es nicht, und gibt auch Druck auf die Lufthansa, dass man da halt den Status auch verlängern muss, weil ich denke mal, diese 100%-Aktion bis zur Mitte des Jahres, das ist einfach, also ich weiß nicht, was man damit erreichen wollte, also ich denke mal, bis zum Ende des Jahres muss man es weitermachen. Ja, ist wie gewollt und nicht gekonnt. Genau, also das heißt, wer den Goldstatus hat, halt automatisch eine Verlängerung
Und wenn der Status zwischen dem 1. Juli und 30. September 2022 endet, erhält man eine Verlängerung sogar also um 12 Monate bis 2023. Gold Guest List ähnlich, BA Silber ähnlich. Und man braucht auch weniger Tier Points. Heißt also auch einfach, da gibt es nochmal Verbesserungen bei Bronze 225 anstatt 300, 450 anstatt 600 Tier Points für den Silber. Und für den Gold 1125 anstatt 1500. Ich möchte da noch den Ronald Sternberg zitieren, der übrigens auch beim Stammtisch am Donnerstag, am kommenden in Berlin sein wird. Wer jetzt keinen Status hat, er braucht keinen Status, weil so einfach den Status zu bekommen wie jetzt war es einfach nicht. Was sagst du dazu? Würde ich auch sagen, halte ich auch für ein sehr großzügiges Angebot der Kollegin von der Oneworld bzw. von British Airways und Iberia. Sollten sich andere Fluggesellschaften eventuell mal ein Beispiel dran nehmen. Eine Scheibe abschneiden, macht es so, wie andere es auch gemacht haben auf dem Kanal. Wir sind ja jetzt bei 1700 Abonnenten. Jetzt muss ich mal kurz gucken, dass wir da nichts Falsches sagen. Also 1741 Abonnenten, macht es genauso wie bei denen. Abonniert den Kanal, macht die Glocke an, damit ihr auch wirklich keine Folge mehr aus der Welt der Meilenpunkte und des Status verpasst. Und kommentiert unten, lasst uns ein Like da. Habe ich was vergessen? Glocke an. Glocke anmachen, ganz genau, Glocke anmachen. Und ganz, ganz wichtig, seid morgen wieder dabei. Da haben wir nämlich das Lufthansa Group Update. Da gibt es auch wieder lustig Themen. Und denkt daran, meldet euch bezüglich Tampere, bezüglich des Erstfluges, was immer wieder ein Erlebnis ist. Und dann sagen wir einfach, das war wie immer 20 Minuten, gefühlte 30. Oh. Nee, 26, 43 oder sowas. Also, danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Bis dann, ciao. Ciao, ciao, ciao. So, ich mache jetzt mal Finish hier, Finish aus.